Ich bin gar kein Diätmensch. Auf der einen Seite, weil ich immer Hunger habe, jeder Split funktioniert. Ich habe schon ziemlich alles getestet. Und eigentlich ist es gar nicht wichtig, welchen Split man macht, sondern wie man diesen Split macht, ja? Eine Leibspeise. Jetzt erwarten natürlich viele, dass ich sage, Sushi, Döner, Pizza. Ist aber gar nicht der Fall, muss ich ehrlich sagen. Wobei das auch eine Entwicklung in den letzten Jahren genommen hat. Mittlerweile muss ich ehrlich sagen, ich cheate extrem wenig. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass mein eigenes Essen, was ich täglich esse, mir einfach unheimlich schmeckt. Ich habe einfach mit den Jahren immer mehr Mühe in meine Mahlzeitenvorbereitung und auch in die Lebensmittel gesteckt, die ich esse. Das heißt, ich sitze nicht abends irgendwie am Tisch und esse einen trockenen Magerquark ohne Süßstoff und so weiter, wie man das so am Anfang gemacht hat, wo man irgendwie noch nicht so Ideen hatte, wie man das Ganze gestalten kann und gehört hat, das hat halt viel Eiweiß, das muss man halt essen oder irgendwie so eine Dose Thunfisch gelöffelt oder solche Geschichten. Da ist man heute natürlich schlauer. Und das führt einfach dazu, dass ich gar keine Gelüste auf irgendwelche Cheat Foods habe, so, wenn man es mal so nennen möchte. Auch gleich ein Tipp an euch. Steckt wirklich Zeit darin, eure Mahlzeiten vernünftig zuzubereiten. Das fängt schon damit an, wie man zum Beispiel seinen Reis kocht, ja. Wenn ihr das Ganze im Reiskocher macht oder im Kochtopf und dann je nachdem auch, wie begabt ihr seid beim Kochen und so weiter, macht das einfach einen enormen Unterschied. Ihr kennt wahrscheinlich alle diesen Effekt, wenn ihr zum Chinesen geht oder ins Asia-Restaurant oder so, dass der Reis da immer unglaublich geil schmeckt. Und da sagen immer alle, ja, von dem Reis könnte ich ja auch immer so und so viel Reis essen. Ja, dann versucht ihr doch dieses Equipment zu besorgen und lernt, wie du den Reis so kochst. Und dann wirst du auch keine Probleme mehr haben. Und das wird auch dazu führen, dass du halt weniger Gelüste hast. Wenn du natürlich die ganze Woche nur Lebensmittel isst, die dir nicht schmecken, auf die du gar keinen Bock hast. Ja, weil irgendein Coach dir das aufgeschrieben hat oder weil irgendjemand gesagt hat, das ist das Essen, das musst du essen, ohne dieses Essen wird gar nichts gehen. Dann hätte ich natürlich wahrscheinlich auch irgendwelche Gelüste und würde dann am Wochenende irgendwie mal über die Stränge schlagen oder so. Ist aber, wie gesagt, bei mir gar nicht der Fall. Ich habe hier einfach Mittel und Wege gefunden, das Ganze so zu gestalten, dass ich einfach total befriedigt bin durch die Lebensmittel, die ich gerade konsumiere. Ich freue mich wirklich auf jede Mahlzeit. Und das Schöne ist ja auch, wir haben so viele Alternativen heutzutage und so eine reiche Auswahl, so einen großen Lebensmittelpool an Lebensmitteln, die wirklich für den Sport funktionieren, dass keiner darauf angewiesen ist, irgendwie, ich muss jetzt Haferflocken essen oder ich muss da dieses Whey trinken und so weiter und so fort. Es gibt so viele Alternativen, man kriegt alles zum Laufen und dieser Umstand, das einfach auch wieder individuell zu gestalten, kann euch so weit nach vorne bringen, weil es einfach dafür sorgt, dass ihr in eurem Plan bleibt und damit auch glücklich seid vor allen Dingen. Dass ihr das nicht irgendwie als Arbeit seht und denkt, ah, alle essen jetzt schon wieder irgendwas total Cooles und ich muss jetzt das und das essen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich mir mein Essen irgendwohin mitnehme, freue ich mich in der Regel immer, dass ich mein Essen dabei habe, weil ich mir denke, ey, meine Mahlzeit sieht viel geiler aus als eure. So, weil ich mir das halt auch so gestalte, genauso wie ich das will, die dementsprechend die Mühe reinstecke, das Ganze auch mit einer guten Konsistenz zu bereiten, das Fleisch in einem guten Garpunkt zu machen und so weiter und so fort. Das sorgt alles dafür, dass ich gar nicht so ein richtiges Lieblingsessen habe, so in dem Sinne. Eine Mahlzeit, auf die ich mich immer besonders freue, ist Leber. Vielleicht auch konträr zu dem, was viele nicht so mögen. Ich bin totaler Fan von Innereien und immer an meinen Restdays habe ich auf jeden Fall eine Portion Leber dabei. Das ist mir immer wichtig, schmeckt mir super. Dafür profitiert man von einer unheimlichen Nährstoffdichte und das ist so eine Sache, die immer schon so ein kleines Highlight ist, weil ich sie einfach nicht so oft esse und die immer nur alle 3-4 Tage an meinen trainingsfreien Tagen vorkommt. Da gibt es sicherlich einige und da steht jetzt gar nicht so sehr eine Person zentral im Vordergrund, weil ich denke, meine Philosophie ist immer, man kann von jedem was lernen, auch egal auf welchem Leistungsstand. Ich habe auch schon die Situation gehabt, dass ich Personal Trainings zum Beispiel hatte und selbst Leute mit einem wirklich sehr geringen Wissensstand auf den Sport bezogen, haben aber teilweise gute Fragen gestellt oder gute Ansätze mit eingebracht, die mich dann selber zum Umdenken gebracht haben und vielleicht dazu geführt haben, dass ich Sachen verändert habe. Das heißt, ich finde es immer ganz wichtig, sich hier nicht zu verschließen. Grundsätzlich ist jeder erstmal ein potenzieller Kandidat dafür, einen selber auch wieder neue Möglichkeiten zu eröffnen oder den Horizont zu erweitern. Natürlich wäre es irgendwie cool, mal mit Ben Pakulski oder Dorian Yates oder solchen Leuten zu trainieren, die einfach sich durch bestimmte, zum Beispiel Trainingsintensitäten auszeichnen oder durch bestimmte Trainingstechniken, ein gutes Verständnis für Biomechanik und diese ganzen Geschichten, wo man sicherlich noch eine ganze Menge optimieren kann. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich da jetzt eine zentrale Person im Vordergrund habe, wo ich sagen würde, Mann,
wenn ich mit der Person trainiert hätte, dann würde ich irgendwie einen Haken auf meine Bucketlist machen oder so. So ist es gar nicht. Es gibt sicherlich einige Kandidaten, aber niemand, der zentral im Vordergrund steht. Tatsächlich arbeite ich mit niemandem zusammen in der Richtung, so wie man das jetzt als direktes Coaching bezeichnen könnte. Dafür habe ich mich bewusst entschieden, weil ich einfach ein Problem damit habe, wie Coaching heutzutage in vielerlei Hinsicht abläuft. Natürlich ist es so, dass man als Anfänger da schon vielleicht eine bisschen härtere Hand und Vorgaben braucht, um einfach hier auch in dieses ganze harte Bodybuilding-Konstrukt reinzukommen, sich an bestimmte Sachen zu halten, erstmal so ein Gefühl dafür zu bekommen, was muss ich denn überhaupt leisten, was ist überhaupt notwendig, um solch einen Körper zu schaffen. Da kann es natürlich schon helfen, harte Vorgaben von einem Coach zu haben, die einfach dazu führen, dass die Leute überhaupt erstmal so einen Plan durchziehen. Auf meinem jetzigen Leistungsstand ist es vielmehr so, dass ich mir zum Beispiel von einem Coaching erhoffen würde, dass das Ganze eher wie so eine Art Mentoring abläuft, dass man sich austauscht, Erfahrungswerte zusammenschmeißt. Letztendlich ist es ja so, natürlich gibt es viele gute Coaches und auch hier kommt das wieder zum Tragen, dass ich der Meinung bin, man kann von jedem was lernen. Aber viele Coaches fahren heutzutage den Ansatz, dass sie so ein bisschen so diese Diktatorbeziehung aufrechterhalten, auch wenn es mit fortgeschrittenen Athleten hier eine Zusammenarbeit gibt. Und das geht mir halt so ein bisschen gegen den Strich. Denn ich denke, das Ganze sollte eher eine Zusammenarbeit sein, wo man, wie gesagt, halt Ideen austauscht, zum Beispiel Erfahrungswerte zusammenschmeißt. Denn natürlich hat der Coach schon einiges erlebt, aber auf der anderen Seite ist die individuelle Tatsache, welche Erfahrungswerte man mit seinem eigenen Körper gemacht hat, natürlich nicht außen vor zu lassen. Das heißt, wenn man hier beide Meinungen zusammentun würde, könnte da was wirklich Großartiges draus entstehen, denke ich. Nur ganz wenige sind dafür offen. Viele fahren sich dann so ein, dass sie halt so der Meinung sind, okay, also entweder du machst mein System und hältst die Klappe oder halt nicht. Deswegen gehe ich so ein bisschen meinen eigenen Weg, weil ich hier auch einfach auch noch nie auf niemanden getroffen bin, der diesen Ansatz so fahren würde, wie ich es mir wünschen würde oder damit glücklich wäre. Andererseits finde ich es auch eine schöne Herausforderung, diese ganzen Sachen selbst rauszufinden, weil letztendlich Bodybuilding ist kein Hexenwerk. Bodybuilding ist ziemlich einfach und euer Körper spricht mit euch und gibt euch auch Feedback. Das heißt, ihr müsst natürlich auch nur den Mut haben, dieses Feedback auch zu nutzen, ja, damit umzugehen, damit zu arbeiten und auch mal Sachen auszuprobieren. Auf viele Fragen Bodybuilding gibt es keine Schwarz-Weiß-Antwort. Ne? Man wird oft Sachen gefragt, wie viel Gramm Eiweiß soll ich essen, welchen Split soll ich machen, wie viele Sätze sind richtig. Dann ist eigentlich immer die richtige Antwort, probiere es aus. Und diese Antwort kann dir auch kein Coach in dem Sinne geben. Natürlich gibt es Erfahrungswerte, die Sinn machen können, dass man sagen kann, okay, in der Praxis hat sich bewährt, wenn ihr 10 bis 20 Sätze die Woche macht, zum Beispiel für eine Muskelpartie, seid ihr wahrscheinlich erstmal in einem sinnvollen Bereich. Ja gut, aber 10 bis 20 ist auch wieder eine Spanne. Für den einen sind 12 besser, der andere verträgt 18. Wenn du für dich entscheidest, du willst wirklich alles aus diesem Sport rausholen und hast wirklich die Intention, hier wirklich sehr weit zu kommen, dann solltest du schon darauf achten, dass diese ganzen Parameter auch wirklich perfekt eingestellt sind und dann nicht nur in irgendeinem Plan enden, der vielleicht von irgendeinem Coach erstellt wurde und für 90% der Leute gut funktioniert hat und für dich sicherlich auch Fortschritte verzeichnen würde, aber nicht das Optimum rausholt. Von daher ist es ganz oft einfach hilfreich, sich einfach mal von solchen Dogmen zu lösen, mutig zu sein, was auszuprobieren und einfach auch mal den eigenen Weg zu gehen. Weil letztendlich, was habt ihr zu verlieren? Im Gegenteil, ihr könnt nur daraus lernen. Entweder ihr findet eine tolle Methode, mit der ihr weiterhin Fortschritte machen könnt, oder ihr habt Erkenntnisse gewonnen, dass ihr zum Beispiel wisst, okay, diese Methode funktioniert für mich überhaupt nicht und könnt wieder dementsprechend Rückschlüsse daraus ziehen und euer Programm so anpassen, dass ihr dann wieder Fortschritte macht. Das heißt, egal auf welche Art und Weise, ihr könnt nur gewinnen. Und viel zu viele Leute geben hier einfach gerne so ein bisschen die Verantwortung ab. Das ist ja auch so ein Grundsatz des Menschen, dass viele Leute das gerne machen. Hört man auch ganz oft so, oh, ich will nicht denken, ich will einfach nur den Plan abarbeiten. Das ist gar nicht mein Fall. Ich will alles zerdenken. Ich möchte genau in Frage stellen, warum ich was mache. Ich wäre wahrscheinlich auch gar nicht in der Lage dazu, mit einem Coach zusammenzuarbeiten, weil ich den zur Weißglut bringen würde, weil ich alles genau erklärt haben wollen würde, alles hinterfragen wollen würde. Das ist einfach meine Persönlichkeit, die da durchdringt. Und von daher bietet es sich für mich einfach wenig an, mit einem Coach zusammenzuarbeiten oder hat es bisher in der Vergangenheit nicht. Muss ich aber auch sagen, wie gesagt, stört mich jetzt nicht und ich bin eigentlich ganz glücklich mit dem Weg, den ich da eingeschlagen habe und finde das halt einfach auch noch eine weitere schöne Herausforderung, die der Sport mit sich bringt, dass man ja einfach auch diese Sachen einfach selber rausfindet, ausprobiert und so weiter und dann hier so ein bisschen seinen eigenen Weg findet. Ganz klare Sache, Individualität ist der Schlüssel, von vorne bis hinten. Egal, was ihr tut, es sollte auf euch zugeschnitten sein. Macht nicht das, was für euren Nachbarn oder für euren Onkel gut funktioniert hat oder was ihr irgendwo bei einem schlauen Artikel gelesen habt. Seid gewillt, diese ganzen Sachen auszuprobieren. Das auf jeden Fall, denn in jedem Ansatz steckt auch immer so ein Fünkchen Wahrheit.
Aber im Großen und Ganzen sollte es euer Ziel sein, ein Konstrukt zu schaffen, was so maßgeschneidert auf euch wie nur möglich ist. Das ist meiner Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg in diesem Sport, weil der Sport einfach so viele Komponenten hat, sei es Training, sei es Ernährung, Supplements, Gesundheit und so weiter und so fort. Alles muss irgendwie ineinander greifen und muss zusammenspielen. Und hier ist es einfach nicht ratsam, irgendwelche 0815-Pläne zusammenzuschmeißen und das zu machen, was die breite Masse hier irgendwie als gut erachtet hat. Natürlich wird einen das zu einem gewissen Grad nach vorne bringen. Hier muss man natürlich jetzt auch drüber sprechen, bin ich ein Hobbysportler und ist es mir einfach nur wichtig, dass ich ins Studio gehe und nicht den absoluten Blödsinn da verzapfe, sondern irgendwie was mache, was mich langfristig ein Stück weit nach vorne bringt, aber jetzt vielleicht auch nicht die mega Ressourcen veranschlagt, dass ich hier mein ganzes Leben für aufopfern muss. Völlig in Ordnung. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn ich aber auf der anderen Seite sage, ich möchte wirklich diesen Sport ambitioniert ausführen und wirklich alles herausholen, bin ich der festen Überzeugung, kommt man nicht um Individualität herum. Versucht, euren Körper so bewusst wie möglich wahrzunehmen. Feedback, was ihr im Training bekommt. Ah, da tut mir was weh. Wie oft merkt man Leute im Training, die irgendwelche Übungen ausführen, weil man gehört hat, ja, diese Übung ist der absolute Knaller und ohne diese Übung wächst dieser Muskel nicht oder so. Auf der anderen Seite fragt man die Leute dann aber, ja, spürst du denn die Übung? Kriegst du einen guten Pump durch die Übung? Tut dir vielleicht sogar was? Ja, ich merke sie eigentlich nicht. Einen Pump hatte ich davon noch nie und jedes Mal tun mir die Knie weh, wenn ich Kniebeugen gemacht habe. Sage ich ja, okay, natürlich kann man da an der Technik arbeiten und so weiter und so fort, aber vielleicht ist diese Übung einfach nicht für dich gemacht und eine Hackenschmidt-Kniebeuge zum Beispiel wäre in dem Fall die wesentlich bessere Variante für deine Beinentwicklung als jetzt eine freie Kniebeuge. Mein Tipp auf jeden Fall, die ganze Sache immer so individuell wie möglich betrachten. Genauso sieht es mit der Ernährung aus. Was bringt es dir, Hähnchenreis und Brokkoli zu essen? Der absolute Bodybuilding-Klassiker, der sicherlich schon einiges an Muskeln aufgebaut hat und auch in meiner Ernährung schon Bestandteil hatte. Wenn du diese Sachen aber nicht verträgst. Bei mir zum Beispiel kann ich euch mal einen Einblick geben. Ich vertrage Brokkoli nur bis zu einer gewissen Menge von der Verdauung her. Bis dahin ist alles cool. Wenn ich jetzt aber anfange, 6-mal am Tag Brokkoli zu essen, wie das in vielen Plänen ja der Fall ist, von vielen Coaches auch verordnet wird, kann ich euch jetzt schon die Hand drauf geben, dass das für mich nicht funktionieren würde und dann wahrscheinlich auch die Nährstoffaufnahme meiner restlichen Mahlzeiten und Lebensmittel beeinträchtigen würde, weil meine Verdauung nicht mehr 100% funktioniert. Das heißt, hier ist es doch viel sinnvoller, Lebensmittel zu wählen, dass man sagt, okay, ich weiß zum Beispiel, für mich persönlich funktionieren Grünkohl und Spinat sehr gut, die kann ich auch in großen Mengen verzehren und das hilft mir sogar eher für die Verdauung, als dass es mir schadet. Warum baue ich diese nicht in meinen Ernährungsplan ein? Und versteife mich daher nicht auf irvielche Konstrukte, die sagen, ja, wie gesagt, 6-mal am Tag Brokkoli ist jetzt der Schlüssel. Das findet so ziemlich Anwendung auf alle Bereiche des Sports. Alle Parameter müssen halt individuell eingestellt werden. Und dann wird man auch mit der Zeit feststellen, dass man immer weiter und weiter kommt, je mehr man sich auch öffnet, hier individuell zu arbeiten und immer mehr wegkommt von diesen ja, vorgeschrittenen Plänen. Die sind sicherlich immer ein guter Startwert. Das heißt, die kann ich auf jeden Fall empfehlen, bevor ihr irgendwas macht, nehmt ruhig so einen Plan, der sich für viele Menschen in der Vergangenheit als sinnvoll erwiesen hat. Startet mit dem, seid dann aber gewillt, auch das Feedback vom Körper und die Ergebnisse objektiv zu betrachten, zu bewerten und daraus Schlüsse zu ziehen, wie ihr dann weitermacht, um die ganze Sache halt an euch anzupassen. Das wäre auf jeden Fall mein Top-Tipp, wenn man nur einen Tipp geben könnte. So Freunde, das waren 10 Fragen an mich. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Einblicke gewinnen, wie ich den Sport so betreibe, wie meine Ansichten sind und auch dementsprechend ein paar Sachen für euch rausziehen, vielleicht ein paar Anregungen, wie ihr euren eigenen Bodybuilding-Sport noch so verändern könnt, dass er für euch besser wird. Ansonsten vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, die ihr schon immer mal loswerden wolltet und auf die ihr vielleicht mal eine Antwort haben wolltet mit einer ganz anderen Sichtweise, haut sie jetzt gerne in die Kommentare und die besten Fragen nehmen wir dann gerne für das nächste Q&A raus. In dem Falle auch auf jeden Fall ein Abo da lassen, dass ihr das nächste Q&A-Video nicht verpasst. Ich freue mich auch über ein Like, wenn euch das Video gefallen hat und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ja, okay, ich hätte doch mal nachdenken sollen. So, jetzt geht's los. Mein Coach ist der Raphael. Der sagt mir immer, wie ich die Sätze gut verschachtel. Also, aber auf sportlicher Ebene. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, die ihr schon immer mal loswerden wolltet und die ihr vielleicht... Mann, wir sind doch fast durch, ey.